Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanonkur und ich bin psychologische Beraterin in Wien. Jede einzelne Folge dieses Podcasts soll dich dazu inspirieren, ein Leben voller Zufriedenheit, voller Selbstbewusstsein und auch voller Gelassenheit zu führen. Daher lade ich dich in dieser Folge statt dies sag das in die so machtvolle und vor allem wirksame Welt der Worte ein. Denn unsere Worte beeinflussen in einem hohen Maße unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln. Unsere Worte sind mehr als nur aneinandergereihte Buchstaben. Sie formen unsere Realität und sie prägen unser Unterbewusstsein. Es ist dabei nicht nur essentiell, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Jeder Satz, den wir äußern, hinterlässt Spuren in unserem Geist und beeinflusst unsere Wahrnehmung. Und zwar die Wahrnehmung unserer Umgebung, der Menschen, mit denen wir zu tun haben, und auch die Wahrnehmung von und über uns selbst. Und genau diese Wahrnehmung hindert uns oftmals daran, so zu leben, wie wir uns das wirklich für uns wünschen. Dazu ist es wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn, das ein wahres Meisterwerk ist, auf jede Information, die es erhält, reagiert. Wenn wir uns also negativ über uns selbst oder unsere Umstände äußern, senden wir unserem Gehirn stetig auch negative Signale, die es als Wahrheit abspeichert, ohne es vorab zu überprüfen oder zu hinterfragen. Diese negativen Gedanken und Selbstzweifel graben sich somit ungefiltert tief in unser Unterbewusstsein ein und beeinflussen unser Selbstwertgefühl, unsere Motivation und unser allgemeines Wohlbefinden. Da wir meist dazu neigen, gerade unsere negativen Gedanken zu wiederholen, kann das zu einem wahren Teufelskreis führen. Und dieser Teufelskreis macht uns nicht nur unzufrieden, sondern äußert sich vor allem auch in diversen Ängsten. Doch die gute Nachricht folgt zugleich: Wir alle haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ganz egal wie eingefahren unsere Muster auch sind, etwas zu verändern. Denn die Macht der Veränderung liegt in unseren eigenen Händen, in diesem Fall in unseren eigenen Worten. Indem wir unsere Sprache bewusst wählen und uns selbst liebevoll und unterstützend ansprechen, schaffen wir neue positive neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn und stärken unseren Selbstwert und unser Selbstbewusstsein. Daher gibt es heute 7 hilfreiche Beispiele für dich, wie du deine Worte anders bzw. neu wählen kannst, um dein Unterbewusstsein zu stärken. Die 7 Sätze, die ich für diese Folge ausgewählt habe, kennen die meisten von uns bestimmt gut. Da sie leider unser Gehirn, um es drastisch auszudrücken, Stück für Stück bzw. Wort für Wort vergiften, bekommst du auch gleich eine neue Variante dazu, die du am besten ab heute in deinen Wortschatz aufnimmst. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem ersten Satz. Der lautet: Ich kann das nicht. Das ist ein wunderbarer Satz, um dir selbst Grenzen zu setzen und dich gleich mal schön klein zu halten. Und da es, wie du selbst sicher auch schon bemerkt hast, nichts nützt, jetzt einfach das Gegenteil davon zu sagen, wie ich schaffe alles, weil sich das vermutlich wie eine glatte Lüge anhört, versuche es doch stattdessen mal mit diesem Satz. Ich bin bereit, zu jeder Zeit mein Bestes zu geben und ich öffne mich, Neues dazuzulernen. Diese Worte klingen doch schon ganz anders und sie unterstützen deinen freien Willen und schenken dir zudem die Möglichkeit, deine Fähigkeiten wieder zu entdecken und dein Potenzial zu entfalten. Also statt "Ich kann das nicht", sag ab heute "Ich bin bereit, zu jeder Zeit mein Bestes zu geben
und ich öffne mich, Neues dazuzulernen. Der zweite Satz, den viele von uns bestimmt auch in ihrem Repertoire haben, lautet: Ich bin nicht gut genug. Was wir damit tun, ist uns selbst direkt abzuwerten. Wie wäre es, wenn du stattdessen diesen Satz verwendest? Ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln und ich erkenne an, was ich schon alles geschafft habe. Diese Worte erinnern dich daran, dass jeder Mensch und somit auch du wertvoll bist und dass du ständig wachsen und dich weiterentwickeln kannst. Zudem stärken diese Worte dein Selbstbewusstsein und gleichzeitig ist dieser Satz eine wundervolle Übung für mehr Selbstliebe. Also statt "Ich bin nicht gut genug", sagst du "Ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln und erkenne an, was ich schon alles geschafft habe." Satz Nummer 3 wird all jenen bekannt vorkommen, die schlecht Nein sagen können und die ständig geben, ja, vielleicht sogar auch ein Helfersyndrom haben. Der Satz lautet: Ich bin nur liebenswert, wenn ich gebe. Wenn dir dieser Satz bekannt vorkommt, ist es wichtig zu lernen, dir wieder deines Wertes bewusst zu werden. Und dass Grenzen ziehen nicht bedeutet, eine Mauer zu errichten, sondern ganz im Gegenteil. Mit dem Satz: Ich darf klare Grenzen ziehen und bleibe trotzdem in Verbindung, stärkst du dein Selbstwertgefühl und förderst zudem gesunde Beziehungen mit deinen Mitmenschen. Die Botschaft für dein Unterbewusstsein ist gleichzeitig, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen und dass es völlig in Ordnung ist, gut für dich selbst zu sorgen. Und das, ohne dabei deine Verbindung zu anderen zu verlieren. Also statt "Ich bin nur liebenswert, wenn ich gebe", lautet der neue Satz: Ich darf klare Grenzen ziehen und bleibe trotzdem in Verbindung. Du kannst auch gerne hinzufügen: Ein Nein ist nicht gegen dich, sondern es ist ein Ja für mich. Satz Nummer 4 ist auch ein Garant für echtes Unbehagen. Warum passiert das immer mir? Wenn wir in Situationen, die wir nicht beeinflussen können, nach dem Warum fragen, führt das unweigerlich zu Frustration und Selbstmitleid, das uns einfach nicht aus der Negativspirale herausführt. Bitte hier eine wichtige Side-Note: Selbstmitleid nicht mit Selbstmitgefühl zu verwechseln. Denn das ist durchaus wichtig und auch legitim, gerade dann, wenn das Schicksal uns getroffen hat. Aber wenn wir uns dem Schicksal ergeben und nur nach dem Warum fragen und davon ausgehen, dass wir nichts gestalten können, dann fühlen wir uns dem Leben hilflos ausgeliefert und ganz schnell auch ohnmächtig. Hier ist es wichtig, dir bewusst zu machen, dass das Leben manchmal unvorhersehbar ist und dass die Frage nach dem Warum dir hier meist nicht weiterhilft. Stattdessen macht es Sinn, nach der Phase ehrlichen Mitgefühls, dass du dich darauf ganz bewusst fokussierst, wie du mit dieser Herausforderung umgehen und im besten Fall auch daran wachsen kannst. Hier ist es wichtig, deine Aufmerksamkeit auf das Positive zu lenken und dich daran zu erinnern, was dir bereits auch alles Gutes in deinem Leben widerfahren ist und wofür du auch dankbar sein kannst. Der Satz "Danke für all das, was in meinem Leben bereits gut gelaufen ist und für die Herausforderungen, die ich bereits erfolgreich gemeistert habe", fördert eine dankbare Haltung. Und wenn wir uns in echter Dankbarkeit üben, können wir nicht gleichzeitig frustriert sein. Und zudem hilft dir dieser Satz auch zu erkennen, dass du durchaus auch aus schwierigen Situationen herauskommen kannst und im besten Fall auch etwas für dich mitnehmen und lernen kannst. Satz Nummer 5 ist sicher auch vielen von uns geläufig: Ich habe keine Zeit. Ein Garant für Stress und jeder Menge Cortisolausschüttung.
Hier ist es wichtig, dein Augenmerk auf deine Haltung zu lenken und dich daran zu erinnern, dass du selbst entscheidest, wie du deine Zeit nützt. Und bevor du jetzt gleich einwirfst, aber ich muss ja Geld verdienen oder ich kann ja meine Kinder nicht einfach alleine lassen, dann hör dir erstmal meinen Satz an, den du stattdessen sagen kannst. Ich priorisiere gerade meine Arbeit, um Geld zu verdienen oder um mir das Leben zu ermöglichen, das ich mir wünsche. Oder du sagst, ich priorisiere gerade das Familienleben und das ist in Ordnung. Somit zeigst du und machst du dir bewusst, was dir gerade in dieser Phase deines Lebens wichtig ist und wofür du deine Zeit nützt. Und ich möchte dir hier auch gleich den Satz Nummer 6 dazu mitgeben, denn der ergibt sich fast aus dem vorherigen Satz und der lautet: Ich habe keine Wahl. Und wie du bestimmt schon öfter bemerkt hast, gibt es von allem immer zwei Seiten. Hier ist es also ebenso wichtig, deinen Fokus zu verändern und dich mal von außen zu betrachten oder die Situation mal von außen zu betrachten, aus der Metaebene. Denn da erkennen wir, dass es nicht nur den einen Weg gibt, sondern dass es zumindest noch eine Variante gibt. Auch wenn uns diese vielleicht nicht immer so gut gefällt. Manchmal ist es auch eine Variante, etwas nicht zu tun. Und wenn du diese bewusst wählst, ist das auch eine Wahl. Der Satz, den du also statt "Ich habe keine Wahl" verwenden kannst, lautet: Ich weiß, dass ich zumindest noch eine, wenn nicht sogar mehrere Möglichkeiten habe und ich kann und darf immer entscheiden, welche ich wähle. Dieser Satz stärkt nicht nur deine Selbstwirksamkeit, sondern fördert zudem dein Gefühl, etwas tun zu können. Und wenn dir dieser Satz noch zu schwer fällt, dann wähle diesen. Auch wenn es mir noch schwer fällt, meine Wahlmöglichkeiten zu sehen, bin ich bereit, mich neuen Möglichkeiten zu öffnen. Und da sind wir auch schon bei Satz Nummer 7, beziehungsweise zwei magischen Worten, die wirklich jedem Satz Zuversicht verleihen. Diese Worte lauten: Auch wenn. Auch wenn ich noch glaube, nicht gut genug zu sein, bin ich bereit, mich mehr und mehr zu akzeptieren. Oder auch wenn ich denke, immer geben zu müssen, um geliebt zu werden, erlaube ich mir jeden Tag, gut für mich zu sorgen. Oder auch wenn ich keine Zeit habe, wähle ich ab heute, mir immer wieder Momente nur für mich zu nehmen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie, öffne ich mich jeden Tag ein Stückchen mehr für neue Möglichkeiten. Ja, vielleicht gibt es ja auch bei dir den ein oder anderen Satz, den du immer wieder sagst und den du verändern möchtest. Bist du bereit, diesen Satz für dich in einen Satz umzuwandeln, der dich stärkt, der wirklich dir und deiner wahren Essenz entspricht? Denn alle Sätze, die uns klein machen und die uns limitieren, sind meist Sätze, die wir irgendwann übernommen haben und aufgehört haben, an uns zu glauben. Schreibe mir sehr gerne, wenn du bereit bist, deine hinderlichen Glaubenssätze in jene zu transformieren, die dich unterstützen, dein Potenzial zu leben. Allein kann das manchmal ein bisschen schwierig sein, denn mit der Zeit haben wir gelernt, unseren negativen Gedanken mehr zu vertrauen als denen, die unser Herz hüpfen lassen. Gerne begleite ich dich im 1:1-Coaching auf deiner persönlichen Entdeckungsreise hin zu einem erfüllten und zufriedenen Leben. Denn wie heißt es so schön auch auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com: Glück kannst du trainieren. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Jede Menge Inspirationen für mehr Glück und Zufriedenheit, für mehr Mut und Zuversicht gibt es auch auf meinem Instagram-Kanal unter meinem Namen. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir deine 5-Sterne-Bewertung da und teile sie sehr gerne mit anderen, wenn du meinst, dass sie für sie hilfreich sein könnte.
Danke, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margrit.